Guten Abend, schön, dass Sie wieder Monitor eingeschaltet haben. Sie werden es nicht bereuen. Vielleicht haben Sie es in den letzten Monaten auch bestaunt, das deutsche Jobwunder. Die Arbeitslosenzahlen sinken, komisch nur, die Nettolöhne sinken auch, vor allem bei den Gering- und Normalverdienern. Wissenschaftler melden, dass noch nie so viele Menschen direkt von ihrer Arbeit in Hartz IV gefallen sind wie zurzeit. Für uns ein Grund, das deutsche Jobwunder genauer unter die Lupe zu nehmen. Und da stießen wir auf ein Ausmaß von Leiharbeit, das wir nicht für möglich gehalten hätten. Und auf eine Bundesregierung, deren Versprechen, die Leiharbeit zu begrenzen, offenbar nicht viel wert sind. Ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland, die Firma Biebighäuser in Leverkusen, ein besonderer Betrieb. Denn wir haben gehört, rund die Hälfte der 500 Mitarbeiter hier sind Leiharbeiter. Sprechen will mit uns keiner. Es wirkt so, als gäbe es ein Redeverbot. Nur einer der Leiharbeiter traut sich vor die Kamera, Kurt Kröll. Er arbeitet seit 4 Jahren im Unternehmen. Ich verdiene 7,79 Euro die Stunde und der festangestellte Mitarbeiter verdient den doppelten Lohn, 15, 16 Euro die Stunde. Ich leiste die gleiche Arbeit, in gleicher Qualität wird von mir abverlangt. Es ist frustrierend. Solch eine Ungleichbehandlung soll es eigentlich nicht mehr geben. Das kündigte die Bundesarbeitsministerin im März anlässlich eines neuen Gesetzentwurfs im Bundestag an. Meine Damen und Herren, es ist nicht in Ordnung, wenn Menschen für die gleiche Leistung im selben Betrieb dauerhaft ungleich bezahlt werden. Schöne Worte. Aber das neue Gesetz lässt den Unternehmen alle Optionen offen. Von wegen gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Professor Gerhard Bosch lehnt das Gesetz deshalb ab. Er hat als Experte den zuständigen Bundestagsausschuss beraten. Die Bundesregierung hat nicht den Mut gehabt, gleichen Lohn für Leiharbeiter durchzusetzen. Das wäre eigentlich fällig gewesen. Und die Missbräuche in dieser Branche haben Anlass genug gegeben, endlich diesen Grundsatz gleichen Lohn für gleiche Arbeit durchzusetzen. Und das ist der entscheidende Satz im neuen Gesetz. Die Überlassung von Arbeitnehmern an den Entleiher erfolgt vorübergehend. Klingt gut, aber nirgendwo im Gesetz steht, wie lang vorübergehend dauern darf. So kann jeder Arbeitgeber selbst entscheiden, wie lange er Leiharbeiter einsetzen will. Und das ist von der Bundesarbeitsministerin auch so gewollt. Ein Interview lehnt sie ab. Ihr Haus schreibt uns: Die Personalplanung und Gestaltung der Arbeitsbedingungen liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers. Am Flughafen Frankfurt kann man heute schon sehen, wohin das führt. Hier arbeiten mehrere tausend Leiharbeiter, zum Teil seit Jahren. Einer von ihnen ist Francesco Ognissanto. Einige der Kollegen, mit denen er das Gepäck verlädt, verdienen deutlich mehr als er. Sie sind festangestellt. Leiharbeit ist hier längst ein Dauerzustand. Die Zwei-Klassen-Gesellschaft ist nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Sie könnten die Leute besser behandeln. Zum Beispiel gleich behandeln. Wenn wir doch 5 Leute auf einer Position sind, ein Flugzeug abzufertigen, und wir haben jetzt 3 von der Stammbelegschaft und 2 von der Leiharbeit, dann frage ich mich, wo ist da der Unterschied, warum kann man sie nicht gleich behandeln? Das war früher anders. Aber dann hat die Bundesregierung zusammen mit der EU die Betreiber dazu gezwungen, diese Dienste international auszuschreiben. Das Unternehmen Fraport versucht nun, über die Leiharbeit konkurrenzfähig zu bleiben, um die Gewinne zu halten. In einer Situation, in der der Preisdruck sehr groß war, wir entweder hätten tarifpolitisch reagieren müssen, das war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht möglich, oder aber hätten immer mehr Kunden verlieren müssen, oder aber hätten eine andere Option suchen müssen. Und dafür haben wir uns entschieden. Und das war die Nutzung der Arbeitnehmerüberlassung. Arbeitnehmerüberlassung, das sind schlicht Leiharbeiter. Davon gibt es rund 900.000 in Deutschland. Neue Arbeitsplätze wie am Frankfurter Flughafen entstehen vor allem für Leiharbeiter. Die Unternehmen drücken also das Lohnniveau. Das Jobwunder, das die Presse feiert, hat eine Kehrseite. Laut dem Bundesamt für Statistik wurden im vergangenen Jahr 322.000 neue Jobs in Deutschland geschaffen. Alleine davon 57% durch Leiharbeit. Die Beschäftigungsverhältnisse werden instabil. Das heißt,
die Ergebnisse des Beschäftigungswunders werden eigentlich nicht gerecht verteilt in Deutschland, sondern auf Kosten der Beschäftigten geht dieser Aufschwung. Sie werden erheblich schlechter bezahlt und haben auch noch die schlechteren Arbeitsbedingungen. Um 4.30 Uhr fängt der Dienst an, entweder kommen die mit dem Taxi. Manche schlafen schon hier im Terminal, um pünktlich im Dienstbeginn zu sein, weil Pünktlichkeit wird sehr groß geschrieben bei uns. Oder halt auch im Postdienst, da haben sie in der Nacht Feierabend, da fahren auch keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Dann bleiben die Leute hier am Terminal, schlafen hier und nehmen den ersten Bus nach Hause. Von diesen Ungerechtigkeiten profitieren dank der Ministerin die Leiharbeitsbranche und die Unternehmen. Zu welchen Auswüchsen das führen kann, zeigt das Beispiel der Firma Biebighäuser. Hier dürfen die Mitarbeiter noch nicht einmal über Löhne und Arbeitsbedingungen sprechen. Monitor legt eine Arbeitsanweisung aus 2009 vor. Darin heißt es, in Zukunft werden Gespräche untereinander über Verdienstprämie und Urlaub abgemahnt. Bei wiederholten Vorfällen führt dies ebenfalls zur fristlosen Kündigung. Auch die aktuellen Arbeitsverträge verbieten den Beschäftigten, über ihren Lohn zu reden. Das verstößt aber laut Rechtsprechung gegen das Grundgesetz. Schweigegebote, die hier offenbar eine Atmosphäre der Angst schaffen. Man wird permanent unter Druck gesetzt. Ich nehme an, jetzt nach diesem Interview, was wir hier führen, werde ich auch sofort die Kündigung bekommen. Und das wird den Kollegen festangestellt oder Zeitarbeit, spielt da keine Rolle. Die werden gegangen. Man findet immer einen Grund, um einen zu kündigen. Eine schwere Anschuldigung. Die Firma Biebighäuser wollte trotz mehrfacher Anfrage zu den Vorwürfen keine Stellung nehmen. Gerhard Schröder hatte sich 2005 gerühmt, in Deutschland in kürzester Zeit den besten Niedriglohnsektor Europas geschaffen zu haben. Danke, Herr Schröder. Die Bundesregierung ist jetzt offenbar fleißig dabei, diesen Sektor weiter auszubauen. Nur Vorsicht. Wie sagte der Präsident der Deutschen Rentenversicherung? Wenn der Niedriglohn weiter so wächst, können Sie jedes lohnbezogene Sozialsystem in die Tonne treten, auch die Krankenversicherung. Wie gesagt, das war kein Gewerkschaftsboss, das war der Präsident der Deutschen Rentenversicherung. Mal ehrlich, haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, welche Firmen unsere Rohstoffe besorgen und vor allem unter welchen Bedingungen? Dann haben Sie wahrscheinlich auch noch nie den Namen Glencore gehört. Den sollten Sie sich aber merken, denn Glencore ist der größte Rohstoffhändler der Welt. Nach Deutschland liefert er unter anderem Kupfer, Zink und Kohle. Seit Mai diesen Jahres kann man Glencore-Aktien auch an der Börse kaufen. Und das taten auch viele. Ein sauberes Geschäft? Da hat jetzt so mancher offenbar Skrupel bekommen. Kann man auch. Wie Achim Pollmeier, Georg Wellmann und Frauke Steffens berichten. Das ist die Geschichte eines Riesen, dessen Arme die Welt umspannen. Eines Riesen, der die Reichtümer armer Länder nach Europa holt und den doch kaum einer kennt. Wir haben zwar alle eine große Chance, dass wir mit Produkten, die einmal durch die Hände von Glencore gegangen sind, in Kontakt kommen. Aber wir sehen die Firma nicht. Es geht um Glencore, den größten Rohstoffhandelskonzern der Welt. Der Hauptsitz liegt im Steuerparadies, Zug in der Schweiz. Ein hochprofitables Unternehmen. Da will auch die deutsche Finanzindustrie gerne mitverdienen. Wer mit Glencore Geschäfte macht, darüber schweigt man lieber. Doch unsere Recherchen zeigen, dass viele deutsche Fondsgesellschaften Millionen bei dem Rohstoffriesen investiert haben. Ganz vorn dabei DWS, die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank. Etliche ihrer Fonds investierten Millionen in Anleihen oder Aktien von Glencore. Dabei sind die selbstgesetzten Ansprüche sehr hoch. Alle unsere Geschäfte müssen nicht nur rechtlich, sondern auch ethisch einwandfrei sein. Davon dürfen wir keine Ausnahme dulden. Aber kann der Rohstoffriese diesen Ansprüchen genügen? Sambia, eines der ärmsten Länder der Welt. Vielleicht ein Beispiel dafür, wie Glencore seine weltumspannenden Geschäfte macht. Der Rohstoffriese heißt hier Mopani, ein Tochterunternehmen, das Kupferminen betreibt. Es ist ein schmutziges Geschäft. Die Luft ist geschwängert mit Schwefelsäure und Staub. Unabhängige Messungen eines internationalen Industrielabors ergaben, dass selbst die sambischen Grenzwerte bis zu 72-fach überschritten wurden. Viele Menschen sind krank. Noch mehr sind arbeitslos, obwohl gleich nebenan die Schätze des Landes gehoben werden. Das Kupfer löst Mopani seit einigen Jahren mit Säure aus dem Untergrund. Das ist billiger. Seither haben sie hier Angst um ihr Trinkwasser. Einmal schon musste Christophers Sohn ins Krankenhaus. Er hatte Brunnenwasser getrunken. Im Umfeld der Mine Brunnenwasser zu trinken ist gefährlich. Die Säure geht denselben Weg wie das Trinkwasser.
einfach durch den Felsen. Es gibt keine Sperre. Glencore teilt uns schriftlich mit, es habe nur einen Zwischenfall beim Trinkwasser gegeben. Die Wasserversorgung werde ständig und mehrfach überwacht. Im Übrigen habe man die Mine veraltet übernommen. Alles sei mit der sambischen Regierung abgestimmt. Man investiere in die Verbesserung der Umweltstandards. Die giftigen Schwefeldioxidemissionen habe man schon reduziert auf 45% vormaliger Werte. Bis 2015 sollen sie vollständig aufgefangen werden. Das wäre 15 Jahre, nachdem Glencore die Mine übernommen hat. Welche Standards erreicht Glencore also? Vor 4 Jahren untersuchte der Unternehmensberater Klaus-Rainer Kirchhoff die 120 größten europäischen Aktiengesellschaften auf Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Transparenz. Glencore landete auf dem letzten Platz. Mangelhaft. Absolut keine Transparenz, sagt Kirchhoff. Glencore hat bisher wirklich die starke Stellung genutzt, um zum Vorteil des Unternehmens und seiner Profite wirklich alles rauszuholen, was rauszuholen ist. Das heißt also niedrige Sozialstandards, wahrscheinlich auch niedrige Umweltstandards und hat dabei schalten walten können, wie es wollte. Eine Einschätzung, die hier geteilt wird. Für die Schweizer Organisation Erklärung von Bern beobachtet Andreas Missbach schon lange den Rohstoffgiganten im eigenen Land. Immer wieder appelliert er auch an deutsche Finanzinvestoren, Geschäfte mit Glencore zu meiden. Erinnert an ihre Versprechen. Es ist mit Sicherheit nicht ethisch, wenn man in Fonds investiert, die Anteile von Firmen halten, die so einen einseitigen Zugriff auf den Rohstoffreichtum der Welt praktizieren, wo alle Probleme bei den Leuten vor Ort bleiben und alle Gewinne bei den wenigen in Zug. Zurück nach Sambia zur Mopani-Mine von Glencore. Eigentlich müssten die Minengesellschaften große Steuerzahler im Lande sein. Doch vom Reichtum unter der Erde bleibt hier fast nichts. Von den Bodenschätzen, die hier ausgebeutet werden, hat die Mehrheit der Menschen hier überhaupt nichts. Wie Glencore und seine Tochterfirmen in Sambia agieren, das hat kürzlich eine Untersuchung aufgedeckt, die 2 internationale Rechnungsprüfungsgesellschaften im Auftrag der sambischen Steuerbehörden durchgeführt haben. Eine vorläufige Fassung ihres Berichts wurde der Öffentlichkeit zugespielt. Sie weckt den Verdacht auf Steuervermeidung und hemmungslose Gewinnmaximierung. Darin heißt es, die Glencore-Tochter Mopani habe unerklärlich niedrige Einnahmen und ebenso unerklärlich hohe Betriebskosten. Der Vorwurf im Klartext, die Mine rechne sich arm, um in Sambia fast keine Steuern zu zahlen. Unter anderem mit einem anscheinend einfachen Trick. Das Kupfer, so der Bericht, werde rund 25% unter Weltmarktpreis verkauft. Von der Glencore-Tochter Mopani per Vertrag mit einer britischen Tochter an die Glencore-Zentrale in der Schweiz. Und von dort geht es dann zu Marktpreisen an die Abnehmer, auch in Deutschland. Der Gewinn entsteht also nicht in Sambia, sondern steuergünstig in der Schweiz, so die Prüfer. Glencore betont, der Bericht sei vorläufig, unvollständig und enthalte fundamentale Fehler. Die Prüfer hätten die Geschäftszahlen, Einnahmen wie Ausgaben der Mine nicht richtig gelesen. Man sei sicher, die Steuerzahlungen richtig berechnet zu haben. Doch wichtige Unternehmen und Institutionen vertrauen dem Konzern nicht mehr. Die Europäische Investitionsbank bewilligte 2005 noch einen 50-Millionen-Kredit. Jetzt gab sie bekannt, mit Glencore bis auf Weiteres nicht mehr zusammenzuarbeiten. Und zwar wegen der Vorwürfe in Sambia, aber auch aufgrund ernsthafter Bedenken betreffend die Unternehmensführung von Glencore. Wir haben nach Bekanntwerden dieses vorläufigen Berichts eine interne Untersuchung in Auftrag gegeben und auch die Europäische Betrugsbehörde OLAF informiert. Schlechte Nachrichten für Glencore kommen auch von der Allianz. In einer Untersuchung zum Thema Nachhaltigkeit ist Glencore hier kürzlich durchgefallen. Die interne Empfehlung, nicht kaufen. Andere haben weniger Skrupel. Als Glencore kürzlich an die Börse ging, verdiente die Commerzbank als Co-Manager kräftig mit. Und ein selbsternannter Vorreiter in Sachen Ethik und Nachhaltigkeit gab öffentlich eine Kaufempfehlung ab. Die Deutsche Bank. Fonds ihrer Tochter DWS kauften Glencore-Aktien im 2-stelligen Millionenbereich. Von beiden Großbanken dazu kein Kommentar gegenüber Monitor. Wenn man sich die Tatsache vor Augen hält, dass in den letzten Jahren das Bewusstsein stark gewachsen ist in den Unternehmen,
dann ist es umso verwunderlicher, dass jetzt bei diesem Börsengang eigentlich keiner mehr Zurückhaltung geübt hat. Und das ist halt das Problem, was immer dann entsteht, wenn sehr viel Geld lockt. Es ist die Geschichte eines Riesen, der tiefe Spuren hinterlässt. Aber diese Geschichte wird in der deutschen Finanzwelt nicht gern erzählt. Muss man Firmen bei Rüstungsverkäufen mit Steuergeldern finanziell unterstützen, wenn die dreistellige Millionengewinne machen? Nein, würden Sie jetzt wahrscheinlich spontan sagen. Und genau davor hat die Bundesregierung anscheinend Angst. Denn sie macht es mit Millionenbeträgen. Weil das bei der Bevölkerung nicht so gut ankommt, versteckt sie solche Summen offenbar lieber in verschiedenen Haushaltsposten. Unsere Autoren sind dem auf die Schliche gekommen. 18. Februar 2010. Vom Luftwaffenstützpunkt Lage bei Rostock brechen Eurofighter der Bundeswehr zu einer merkwürdigen Mission auf. Ohne Bundestagsmandat, aber mit gewaltigem Aufwand. Insgesamt 6 Eurofighter machen sich auf den Weg. Je 2 Flugzeuge bleiben als Reserve auf Kreta und der arabischen Halbinsel zurück. 2 Eurofighter fliegen weiter in ihr Einsatzland, nach Indien. Mit dem Einsatz gleich 3 Transportflugzeuge für Luftbetankungen, Materialtransport und um 80 Soldaten nach Indien zu bringen. Ein gewaltiger Aufwand, aber nicht für einen Militäreinsatz, sondern für Verkaufswerbung. Der Eurofighter-Hersteller EADS Cassidian hatte darum gebeten. Worum es ging, zeigt ein internes Bundeswehrpapier, das Monitor vorliegt. Zweck der Indien-Mission waren Flug- und Bodenevaluationen durch die indische Luftwaffe. Eine Unterstützungsleistung für EADS im Rahmen einer Exportkampagne für den Eurofighter. Foxtrot, Uniform. Quasi eine Verkaufsveranstaltung, finanziert mit Steuergeldern. Die Kosten für den Einsatz werden in dem internen Bundeswehrpapier mit 13,5 Millionen Euro beziffert, ohne Personalkosten. Und wie viel davon trägt die Industrie? Vom Verteidigungsministerium dazu kein Interview. Man trickst und verschleiert. Man habe auf die Kostenerstattung teilweise verzichtet, heißt es schriftlich, aus dringendem Bundesinteresse. Nur mit Hilfe unseres Bundeswehrpapiers lässt sich errechnen, dass EADS allein für diese Mission mindestens 12 Millionen Euro geschenkt wurden. Es ist nicht Aufgabe der Bundeswehr, die Geschäfte der deutschen Rüstungsindustrie zu unterstützen und mitzutragen. Dafür wird sie nicht bezahlt. Das steht auch weder im Grundgesetz noch sonst wo. Rüstungsexporthilfen auf Kosten der Steuerzahler? Seit Jahren wirbt die Bundesregierung massiv für den Eurofighter. Zuletzt die Bundeskanzlerin im Mai dieses Jahres in Indien. Das ist kein Geheimnis, dass wir auch zum Beispiel im Bereich des Eurofighter gute Angebote gemacht haben. Also Deutschland ist sehr daran interessiert, die Verhandlungen und die Beziehungen zu Indien auszuweiten. Auch der ehemalige Verteidigungsminister hat in Indien für den Eurofighter geworben. Verkauft wird das als Einsatz für den Erhalt rüstungstechnischer Kompetenzen. Im Oktober war der Außenminister in Indien, immerhin ein Spannungsgebiet. Einen Monat früher der Wirtschaftsminister. Und immer dabei der Chef des Eurofighter-Herstellers EADS Cassidian, Stefan Zoller, oder ein Vertreter. Der deutsche Botschafter Bernd Mützelburg warb in Indien gleich mit entsprechender Kopfbedeckung. Wir wollen die 4 Eurofighter-Staaten durch einen 5. erweitern, nämlich Indien. Das war 2009 bei der Luftfahrtmesse Aero India. Damals hatte die Bundeswehr für EADS gleich 3 Eurofighter nach Indien geflogen, damit der Rüstungskonzern sie hier vorführen und bewerben konnte. Die Kosten für den Steuerzahler damals mehr als 8,5 Millionen Euro. Kein Einzelfall. In dem internen Papier sind weitere Unterstützungsleistungen für den Eurofighter-Export aufgelistet. Darunter mehrere Teilnahmen an Messen und Luftfahrtausstellungen, Begleitungen bei Waffensystempräsentationen und Einsätze zur Ausbildungsunterstützung. Zumindest die Arbeitskosten trägt dabei praktisch immer die Bundeswehr. Und um all die Hilfen für den Rüstungskonzern EADS zu koordinieren, wurde im Ministerium eigens ein Stab eingerichtet, die Arbeitsgruppe Eurofighter Export. Beamte und Stabsoffiziere der Besoldungsgruppen A14 und A15. Kosten für den Steuerzahler inklusive Dienstreisen bis zu 400.000 Euro jährlich. Doch nicht nur EADS wurde in den letzten Jahren von der Bundeswehr unterstützt. Hilfen gab es auch für andere Hersteller. Beim Export von U-Booten, Korvetten, Drohnen
und anderen Rüstungsgütern. Millionen Hilfen für die Rüstungsindustrie. Der Haushalt des Verteidigungsministeriums wird von den Abgeordneten bewilligt. Aber die Exporthilfen sind dort gar nicht ausgewiesen. Wenn Subventionen nicht ausgewiesen werden, dann werden zum einen die Abgeordneten getäuscht, aber auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden getäuscht und ihnen wird nicht gesagt, wofür ihr Geld verwendet wird. Wenn dann weder der Verkäufer noch der Käufer vollständig diese Kosten übernimmt, sondern der Bundeshaushalt und damit der deutsche Steuerzahler, dann legt das den Verdacht nahe, dass hier Haushaltsgelder sachfremd verwendet werden, man kann auch sagen missbraucht werden, und dass damit auch das Geld des Steuerzahlers an dieser Stelle verschwendet wird. Täuschung? Sachfremde Verwendung von Steuergeldern? Das wäre rechtswidrig. Der Staatsrechtler Professor Werner Heun prüft noch einmal unsere Unterlagen und vergleicht sie mit dem Verteidigungsausschuss. Der Bundeshaushaltsplan sieht einen Titel vor für die Förderung rüstungstechnischer und militärpolitischer Zusammenarbeit. Dieser Titel enthält aber nur eine bestimmte Summe von Ausgaben, die bei weitem überschritten worden sind. Und das bedeutet, dass die Mittel aus anderen Titeln entnommen werden mussten. Die Überschreitung ist so bedeutend, dass hier schon von einem gravierenden Verstoß zu sprechen ist, der in den Bereich der Verfassungswidrigkeit hineinführt. Eurofighter-Hersteller EADS Cassidian machte 2010 übrigens einen Gewinn von 450 Millionen Dollar. Der Steuerzahler hat kräftig mitgeholfen. No problem, thank you. Sie haben es gehört, ein Jahresgewinn von 450 Millionen Dollar durch den Verkauf von Eurofightern. Ja, da musste dringend eine Finanzhilfe vom Steuerzahler her. Nicht erst seit Oslo weiß man, es gibt ein neues rechtes Spektrum in Europa, das sich vom Antisemitismus abgewendet und einen neuen Feind entdeckt hat, den Islam. Sie nennen sich Islamkritiker. Kritiker, das klingt ja so sachlich. Doch sind da wirklich nur harmlose Kritiker? Es gibt Brandstifter und geistige Brandstifter. Und hat die eigentlich jemand im Blick? Isabel Chayani und Jan Schmidt über eine neue Bedrohung, die offenbar niemand so richtig ernst nimmt. Ein Brandanschlag im Rohbau der Moschee in Bergkamen. Nur einen Tag nach den Morden in Norwegen ist das passiert. Die Gemeindemitglieder sind spürbar verunsichert. Es kam für uns plötzlich, das beunruhigt uns natürlich. Angst will ich zwar nicht sagen, ist nicht schön sowas. Die Islamophobie, die wächst ja in Europa. Wenn sowas passiert, was soll ich da erst an erstes denken? Diese Gemeinde gehört zum umstrittenen Moscheeverband Miligörüş. Deswegen vermeidet der Bürgermeister den Kontakt mit ihr. Aber gilt das auch nach einem Brandanschlag auf das Gotteshaus? In der Gemeinde sind sie enttäuscht, dass der Bürgermeister auch eine Woche danach immer noch nicht da war. Als wir ihn bitten, kommt er. Entschuldigen Sie mal, wir haben über 400 Einsätze unserer Feuerwehr jedes Jahr. Über 400 Feuerwehreinsätze. Da kann ich nicht zu jedem Brand hinkommen. Das ist einfach auf derselben Ebene für mich wie das Anstecken von Müllcontainern, wie das Abbrennen von gelben Säcken. Eine Islamfeindschaft in Bergkamen, wird der Bürgermeister gleich sagen, die sehe er wirklich nicht. Mittlerweile geht die Staatsanwaltschaft von einem fremdenfeindlichen Anschlag aus. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Wir möchten wissen, ob islamfeindliche Anschläge in Deutschland zugenommen haben, und fragen das Bundeskriminalamt. Die Auskunft? Man weiß es nicht. Denn diese Kategorie wird gar nicht erhoben. In Berlin gab es im vergangenen Jahr eine ganze Anschlagsserie auf Moscheen. Aber auch das LKA Berlin erhebt keine Zahlen. Wächst denn die Islamfeindlichkeit? Wahlkampf in Berlin, gestern. Eine Demonstration der Partei Die Freiheit. Sie wollen den Vormarsch des Islam aufhalten. Sie sind bürgerlich, mittelständisch und gerne deutsch. Im Windschatten der Sarrazin-Debatte gründete sich die Partei am rechten Rand. Mittendrin Markus Hoppe, der für die Partei kandidiert. Ein Mann mit Vergangenheit. Bis letzten Sommer wählte er noch andere Methoden, um die islamische Gefahr zu bekämpfen. Er gehörte zur Berliner Gruppe von Politically Incorrect, PI. PI ist die populärste Internetplattform der Islamgegner. Mit anti-islamisch und rassistisch ist sie freundlich umschrieben. Auf PI-News werden Fakten berichtet und Meinungsberichte, Meinungen veröffentlicht, die zum großen Teil einfach nur die Realität widerspiegeln. Und diese Realität wird in den Mainstream-Medien und von der Politik überhaupt nicht wahrgenommen. Wie ein Krebsgeschwür.
Solche Zitate findet man in den Blogs und in den Foren von Politically Incorrect. Dieses Gesochse sollte man im Klo runterspülen. Scheiß Moslempack, denken die etwa, wir können denen den Hals nicht durchschneiden? Aber das ist immer wieder das Gleiche. PI wird dann genannt und dann gibt es ein Zitat irgendwo aus dem Kommentar. Da hat irgendjemand nach 3 Bier um 11 Uhr seinen Frust abgelassen und irgendwas geschrieben, was völlig daneben ist, meinetwegen. Ja. Es gibt ja einen Moderator, der das löschen könnte. Das weiß ich nicht. Die Internas habe ich nicht. Kenne ich mich nicht aus. Kann einer, der sich selbst im vergangenen Herbst noch als das Gesicht von PI in Berlin präsentierte, nicht wissen, was seine Gruppe treibt? Diese Bilder hat die PI-Gruppe Berlin in Umlauf gebracht. Kandidat Hoppe distanziert sich. Nee. Damit habe ich nichts zu tun. Das kann ich Ihnen sagen. Also mir geht es mir gar nicht, also mit dieser Seite. Aber Sie gehören noch zu der PI-Gruppe Berlin? Nein. Bei uns liegt Schriftwechsel vor, dass Sie da zu dieser internen Gruppe gehören. Ich war in diese Gruppe sozusagen assoziiert, habe mich aber vor längerer Zeit. Wann denn? Müsste ich jetzt überlegen, ich weiß gar nicht, aber es ist wirklich schon lange her. Lange her? Noch im vergangenen Herbst gehörte Hoppe nämlich zum inneren Zirkel der Gruppe. Da gab es die Aufkleber längst. Damals nutzte er die Anonymität des Internets. Heute tritt er offen und bürgerlich auf. Von geistigen Brandstiftern will er nichts mitbekommen haben. Das Bundesinnenministerium fragen wir, ob der Verfassungsschutz Politically Incorrect und andere islamfeindliche Blogs beobachtet. Antwort: Nein. Man halte die Seiten zwar für provozierend und populistisch, aber die Meinungsfreiheit habe einen hohen Wert. Das fällt alles unter die Meinungsfreiheit? Die Moslems müssen ausgewiesen werden. Endstation Galgen wie damals in Nürnberg. Nicht die Muselaffen. Die Politiker, die das angestellt haben, muss man dafür an die Wand stellen. Diese Zitate legen wir Richtern und Staatsanwälten des neuen Richterbundes vor, die sie für Monitor bewerten. Wenn man in den Diskussionsforen und Internetblogs zur Islamkritik nachliest, wird einem richtig schlecht. Es ist vielfach volksverhetzender Inhalt, den man darin findet. Ich kann mich nicht auf die Meinungsfreiheit berufen, wenn ich volksverhetzend tätig bin. Das ist ein Verbrechen, weil es sich gegen die Menschenwürde richtet. Volksverhetzende Texte, die zu Gewalt aufrufen. Und so dringen islamfeindliche Gedanken in die Gesellschaft. Der Mörder von Oslo hat auch zu den Seiten von PI verlinkt. Islamkritik ist ein intellektuelles Kriegsspiel. Die erlaubt es den Leuten, sich halt hineinzuversetzen in heroische Rollen der Verteidigung einer angeblich gefährdeten, aufgeklärten Zivilisation. Nehmen wir die Veränderung wahr? Der Sicherheitswall der Schehitlik-Moschee in Berlin-Neukölln, der ist neu. Im letzten Jahr hat ein 30-Jähriger 4-mal versucht, diese Moschee anzuzünden. Und 3 andere Moscheen auch. Das Gericht urteilte, der Täter sei zwar ausländerfeindlich, aber wohl psychisch gestört. Das ist ja fast so ein bisschen wie in einer Synagoge. So kann man das vielleicht leider Gottes. Also eigentlich gab es noch nie Probleme. Seit letztem Jahr ist natürlich auch die Befürchtung gestiegen bei den Leuten, die Moscheen besuchen, dass es in Zukunft auch solche Anschläge geben könnte. Islamfeindlichkeit. Bislang schauen wir lieber weg. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.